Das Lieblingssportgerät ist ein Mountainbike. Mit dem komme ich durch alle Wege, durch den Wald, kann auf jeden Berg rauf und kann dort oben die Aussicht geniessen. Und am Abend, wenn die Sonne untergeht, bin ich der Letzte, der runter kann, weil ich am schnellsten durch bin. Eine Urgroßmutter ist der ringste Beruf auf dieser Welt. Als Grosseltern muss man noch etwas beitragen und arbeiten. Als Urgroßmutter kannst du auf dem Gucci sitzen und warten, bis dir das Poppy auf den Arm tun. Und dann kannst du es wieder zurückgeben. Es ist eigentlich eine Liebe und wir haben eigentlich wirklich viele Gemeinsamkeiten zusammen. Und von dem her verstehen wir uns auch gut. Ja, sie ist immer sehr aufgestellt und wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und ja, verstehen uns sehr gut. Ich bin Wilma Wittmer. Ich bin eine lebenslängliche Dusnerin. Ich bin hier aufgewachsen und habe das ganze Leben hier verbracht. Ich bin nur für meine Ausbildung. Ich habe darum alle Wurzeln da, aber ich habe immer behauptet, ich könnte auch an einem anderen Ort leben. Ich bin eigentlich ein offener Mensch für alles andere. Ich bin Lina Gavietzel, komme aus Thusis, bin 14 und zurzeit Schülerin. Ich bin Tana Gavietzel und komme aus Thusis, bin 12 Jahre alt und mein Heimatort ist Graubünden. Ich bin Silvio Bundi, komme von Haldenstein, rede Kurdialekt und fahre gerne Bike und habe ein Bike-Geschäft. Ich bin geheiratet mit einer lieben Frau, Antonia, und haben ein Kind bis jetzt und das zweite ist in Erwartung. O Land Tirol, mein Heimatland, das haben wir bei meiner Großmutter an jeder Weihnacht gesungen. Einer, der ein bisschen trainiert ist, der findet hier bei uns im Kantonsparadies. Ich habe Berge gerne, nicht dort, wo es nur Steine hat, aber dort, wo es Alpen hat, wandere ich gerne. Dort schnaufe ich gut und dort fühle ich mich wohl. Das gefällt mir natürlich sehr gut hier, weil es hier so vielfältig ist mit der Natur und alles, weil es Berge hat, wo man im Winter Skifahren gehen kann. Und im Sommer ist es schön warm. Also man hat eigentlich alles hier, was man braucht. Eine schöne Tour, eine schöne Bike-Tour. Gut, ich fahre mit dem Velo auf die Lenzer Heide, über den Polenweg, fahre hin und runter, über den Golfplatz, auf Lantsch, gehe ich über Brienz, fahre neu, gehe ich zum Kaffee und dann fahre ich vor Glitten rauf, das Weltstobel durch ab, auf eine Rose, nehme eine Törnli-Bahn, auf das Hörnli und fahre dann zur Urtentäli, auf die Tschirtsch, auf Chur. Und wie lange hast du das? Einen Tag, wenn ich es geniesse. Ja, also Kleider sind mir jetzt nicht verrückt wichtig, aber ja. Ich schaue sicher auch, dass ich also einigermaßen schön angelegt bin. Ja, Kleidung bedeutet mir eigentlich nicht so viel. Ich habe einfach gerne blau. Ja, da weiss ich nicht, was sagen. Kleider sind für mich nicht so maßgebend. Obwohl, ein bisschen recht angelegt sollte man gleich sein.